So, da sind wir zurück bei Duels of the Planeswalkers Magic the Gathering 2014. Wir kämpfen heute gegen das Samurai-Deck. Und gegen Samurai würde ich sagen, nehmen wir einfach Hermasuri. Ja. Bei den Samurai-Deck fällt mir ein, für die neueste Edition, irgendwas auf Takala oder so ein Ding heißt das. Total komischer Name. Wurde auch schon was gespoilert. Und zwar wurde gespoilert, so ein paar Orga, die auch so eine Samurai-Rüstung und so einen Quatsch anhaben. Genau wie ihr hier. Und dementsprechend. Ja. Es wird keinen Return to Ravnica geben, hat Magic gesagt, weil der Block total unbeliebt war. Vielleicht haben sie es einfach nur umbenannt. Ist auch eine beliebte Strategie. Wenn ihr langsam macht, kann ich auch langsam machen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, was damit gemeint ist, genau. Bushido. So. Land. Hier unseren komischen 2-3er zur Verteidigung. Nicht, dass wir uns verteidigen könnten, ist aber relativ egal. Wir können nächste Runde dann halt Land kultivieren und dann yalla. So viele Länder drin, das ist echt übel. Und wir haben viel zu viele Karten im Deck. Fällt mir gerade auf. Das ist doof. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Schock. Das ist klasse. Das ist richtig klasse. So, ein Gebirge ins Spiel. Und ein Gebirge auf die Hand. Haben zwar sehr wenig Wälder, nämlich nur 2 Stück, das ist aber relativ egal. Kostet nur 7, wa? Ja, leider. Aber ist der noch nicht mal gut. Also finde ich. Trampelschaden kriegt man bei Ramasturi schon in Rot ab 2 Mana? 3 Mana. Entschuldigung. Und in Rot-Grün nochmal für 3 Mana. Das war der Plus Plus kriegt, oder? Boah, fuck. Holen wir uns hier mal ein bisschen Eile rein. In the boat. Angreifen lohnt sich nicht. Zeig, was du kannst. Mist. Wald hatten wir gesagt, haben wir nur einen zu wenig, oder? Ja. Ziel sieht so schön aus. Immer noch. Achso, er kriegt für sich selber auch. Ist das nicht nur für jeden anderen? Andere Samurai-Kreaturen. Fehler. Ja, das Spiel ist halt noch verbuggt und wird auch immer verbuggt bleiben. Da wird ja nicht großartig was gemacht dran. Dann gehen wir auch an Hauen für so einen kleinen Bunch of Damage. Ja. Das tut wehtun. Aber die neue Edition, da freue ich mich wirklich drauf, weil es ist die Heimat von Sharkenfall. Oder Sharkan oder Skarken. Wie die Leute ihn auch immer nennen mögen. Das ist, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Eine Welt, in der es keine Drachen gibt. Das ist die Karte, die ich brauchte. Vor allem in Kombination mit der hier. Das ging schnell. Das ging viel zu schnell. Warum kriegt der jetzt auch schon wieder? Nur wenn er... Ach ne, durch Bushido, klar. Das ging viel zu schnell, Alter. Das ist ja eine kurze Folge. Es tut mir leid, Leute. Die Folge hier war ultra short. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir hier den letzten Kampf in der Rachkampagne beschreiten gegen Bolkru.
Bis dahin, neue Black Series. Ciao, ciao.